Mein Name ist Katja Jungnickel und ich stelle euch mein Gesellenstück, die Truhe in Eiche, vor. Bei der Konstruktion habe ich mich grundsätzlich an dem goldenen Schnitt orientiert, sodass die Proportionen gut zueinander passen und somit ein harmonisches Bild entsteht. Wie man sieht, habe ich den Korpus mit Fingerzinken verleimt, wobei ein schöner Übergang von dem Korpus der Truhe zu dem Deckel geht, da das Bild übernommen wurde. Die Füße entstehen aus Einsetzfräsung, die ich in der gleichen Höhe wie die Fingerzinken vorgenommen habe. Besonders wichtig war mir bei der Außenansicht das Spiel von den Schattenfugen. Einmal läuft eine Schattenfuge hier ringsum und eine Schattenfuge auf dem Deckel, da ich den Deckel mit einem Falz eingenudelt habe. Zum Öffnen der Truhe habe ich mich für Griffmulden entschieden. Das Besondere an der Truhe ist das Tischlerzeichen auf der Innenseite des Deckels. Das habe ich mit grün lackiertem HPL hinterlegt. Das Grün findet sich auch an dem Boden von dem Schubkasten sowie an dem Boden von der Truhe selber wieder. An den Ecken der Truhe, von dem Truhendeckel, habe ich, da das nur zwei Fingerzinken sind, die noch einmal von vorne gedübelt, damit das länger hält und die Verbindung mehr Stabilität aufweist. Damit der Deckel nicht nach hinten fällt, wenn die Truhe geöffnet ist, habe ich hier zwei schwarze Lederriemen angebracht. Der Schubkasten läuft auf einer Laufleiste und wird seitlich jeweils von zwei Streichleisten in Form gehalten. Bei dem Schubkasten habe ich mich für einen englischen Zug entschieden, da vorne das bündig sein sollte und hinten auch. Die Zinken sind auf beiden Seiten gleich groß. Die Rückwand von der Truhe habe ich höher laufen lassen, da somit der Drehpunkt im Gegensatz zu einem normalen Kassettendeckel weiter nach oben verlegt wurde und die Truhe somit nicht so weit nach hinten noch hinausragt und viel Platz einnimmt, sodass man die Truhe jetzt an die Wand stellen kann. Bei dem Schloss war mir wichtig, dass ich das offen lassen kann, ohne dass beim Schließen der Truhe das Schloss wieder zufällt. So kann ich mit einem einfachen Hakenschloss die Truhe abschließen, Schlüssel entfernen oder auch die Truhe offen lassen, ohne dass ich immer mit dem Schlüssel die Truhe öffnen muss.